Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntagabend. Ich sage schon mal Sonntagabend, weil es dauert ja noch eine Weile, bis das Video jetzt gedreht ist und hochgeladen ist. Und da wird es schon etwas später, ist doch wieder etwas später geworden, weil ich wieder erst ziemlich spät heute Morgen einschlafen konnte. Und ja, wie gesagt, so 7 bis 8, 6 Stunden Schlaf brauchen wir schon. Ja. Erstmal kurz was in eigener Sache. Und zwar bin ich jetzt wieder mal bei Facebook gesperrt, interessanterweise, weil das ja irgendwie wahrscheinlich jetzt alles über Scanner geht, so wie ich das gelesen habe in diesem Pop-up, was da aufgeht, weil ich in einer Überschrift, die aber nicht von mir stammt, sondern vom MDR-Videotext, die Atomwaffendivision Deutschland erwähnt habe. Und wahrscheinlich ist das genauso wie diese identitäre Bewegung jetzt sozusagen so ein Scan-Begriff, sobald der auftaucht, wird das der Post beanstandet, also da guckt gar keiner mehr richtig hin, sondern das wird einfach mal dann gesperrt. Wie gesagt, ich musste dieses Wort oder diese Bezeichnung verwenden, weil es nun mal so die Überschrift im MDR-Videotext war. Ja, ist die Frage, jetzt bin ich nur 30 oder 90 Tage gesperrt, weil da stand was für 90 Tagen in diesem Pop-up. Allerdings, als ich dann in dieses Fenster reingeklickt habe, wo man posten konnte, um zu sehen, ob ich wirklich gesperrt bin, weil das letzte Mal war das ja dann doch nicht der Fall, obwohl das für 90 Tage angekündigt war, das aber während einer laufenden Sperre verhängt worden war. Da zeigt er mir dann nur 30 Tage an. Also wie gesagt, schauen wir mal. Also die Facebook-Leser, die müssen jetzt erstmal wieder auf die Geschichtsvideos verzichten, es sei denn, sie schauen zu YouTube oder zu VK.com, wo ich nach wie vor den Link zu YouTube rüber mache und dann nach und nach versuche, die Videos direkt auf die Plattform von VK.com zu posten, zu laden. Schauen wir mal, wie wir da vorankommen. Ja, das nur so viel, dass die bei Facebook, falls der ein oder andere zuschaut, der bei VK.com und bei Facebook ist und bei YouTube und bei Facebook, das eventuell schon mal weitergeben kann. Also wenn jetzt die nächsten Tage nichts mehr von mir zu hören ist, bei Facebook liegt es wieder einmal an diesen merkwürdigen automatischen Sperrungen, wo man nur das wiedergibt, was in unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen steht, hätte man den Tag auch MDR sperren müssen für 30 Tage. Ne? Ja, gut, ist nur noch lächerlich und man kann sich darüber nur noch amüsieren. Zum Glück gibt es ja VK.com. Ja, bevor wir weitermachen mit der 192. Stunde zur Weltgeschichte, wie immer, jeden Tag jetzt die Zahlen. Jetzt habe ich eines doch vergessen, aber da liegt es schon. Muss man ein bisschen weiter rübergreifen. Mein Taschenrechner. Die aktuellen Zahlen zu Covid-19 laut MDR-Text, Seite 802, Quelle Robert-Koch-Institut. Und da haben wir aktuell kumuliert von Anfang an der Zählung Infizierte 174.355. Hört sich jetzt viel an, aber wir haben ja 7.914 mutmaßlich durch Covid-19 Verstorbene und dann kommen noch 153.400 Genesene dazu, sodass wir heute nur noch bei 13.041 sind. Also die 13.000 haben wir noch nicht gerissen, weil heute etwas weniger genesen sind. Die Zahlen von heute sind 583 Neuinfizierte. Dazu 33 mutmaßlich an Covid-19 Verstorbene und 800 Genesene, sodass es nur so knapp, ja, wie viel sind es ungefähr, 217 weniger neue Fälle als welche, die genesen sind, dann noch die abzüglich der Toten. Dadurch kommen wir noch nicht unter die 13.000, aber ich vermute mal, das wird morgen der Fall sein. Ja, und jetzt kommen wir zuerst mal zum Rückblick zu dem gestrigen, zur gestrigen 191. Stunde zur Weltgeschichte und damit der, jetzt muss ich kurz rechnen, 710. Geschichtsstunde insgesamt. Und da hatten wir als erstes, und da war alles gestern um 100 vor Christus oder genau 100 vor Christus,
Anomalisten und Analogisten, das war so der Sprachenstreit, so ähnlich wie heute mit Gender und so weiter. Damals haben sich die Anomalisten nicht durchgesetzt. Heute, leider, ist es so. Oh, jetzt kommt es aus dem Bäuerchen. Dann hat man das Reich Aksum entsteht, das ist das heutige Äthiopien, oder war das, ist das, was heutige Äthiopien ist. Tigranes der Zweite unterwirft sich Rom, das war der armenische König. Dann hatten wir die Goten verlassen Schweden. Dann ganz interessant für uns Deutsche, unsere Wurzeln, die Schriftzeichen der Germanen, wo nochmal zu sehen ist, dass Runen mitnichten ein verfassungswidriges Kennzeichen der Nazizeit sind, sondern ganz einfach die erste Schriftsprache unserer Vorfahren, unserer germanischen Vorfahren. Dann hat man noch Makkabäer-Bücher entstehen, Bauernrevolte in China, dann hat man den griechischen Arzt Asklepiades, griechischer Arzt empfiehlt Diäten, ging es aber nicht um die hier, sondern um die, ne? Und dann hat man Streit um römische Veteranen, da ging es um den Streit, ob die Germanen geschlagen haben, Land etc. bekommen. Und das wurde dann im Endeffekt gecancelt, wie man so schön neudeutsch sagt. Also es hat sich nicht gelohnt, dass sie uns Germanen geschlagen haben für diese Legionäre. Und Fokus war als letztes antike Spielkultur von Brettspielen, Wagenrennen und Ringelreihen. Da konnte man sehen, was da schon so in Richtung Spielen in der Antike vorhanden war und was sich teilweise ja bis in die heutige Zeit erhalten hat. Ja, und heute geht es weiter mit der 192. Stunde zur Weltgeschichte und damit, wie gesagt, der 710. Stunde, Geschichtsstunde insgesamt. Und wir bleiben heute immer noch, das war das letzte Mal, genau in der Zeitenwende, also nicht in der Zeitenwende, in der Jahrhundertwende, vom 2. ins 1. Jahrhundert vor Christus, nämlich um 100 vor Christus. Da ist viel geschehen. Legen wir los mit einer Randbemerkung. Um 100 vor Christus, das 6,20 mal 2,90 Meter große, in Anführungszeichen, Alexander-Mosaik, Anführungszeichen Ende, wird um 100/80 vor Christus in Pompeji gesetzt. Es stellt eine der großen Schlachten zwischen Alexander dem Großen und Darius dem Dritten dar. Von wem das Kunstwerk stammt, ist unklar. Ob es ein Vorbild in der Malerei gab und dieses ein Werk des Philoxenos von Eretria war, ist umstritten. Das Mosaik wurde bei den Ausgrabungen Pompejis in der Casa del Fauno, in Klammern zu Deutsch, Haus des Fauns, Klammer zu, entdeckt. Und bevor wir weitermachen mit dem ersten größeren Artikel, noch ein kleines Schluck Milch. Haben wir heute vorgeblättert. Heute könnten wir wieder 10 Seiten schaffen. Schauen wir mal. Um 100 vor Christus. Kuschana erobern Nordindien. Den zentralasiatischen Nomadenstamm der Kuschana gelingt von Baktrien aus die Eroberung Nordwestindiens. 94 vor Christus begründet ihr erster König Maues dort ein Großreich, das die früheren indogriechischen Reiche vernichtet, deren Kultur aber zum Teil übernimmt. In Indien werden die Kuschana Saka genannt. Die irrtümliche Bezeichnung Skythen geht auf einen Begriff für verschiedene Völkerschaften mit Reiterkriegertum zurück. Die Saka werden im 2. Jahrhundert nach Christus von der nordindischen Gupta-Dynastie abgelöst. Ein Bild dazu haben wir nicht. Da geht es weiter um 100 vor Christus. Handelsbrücke zum Westen. Chinas Kaiser Wudi legt den Grundstein für die Seidenstraße. Um den Handel mit Zentralasien und dem Westen auszubauen, lässt Wudi im Zuge seiner Expansionspolitik neue Straßen anlegen. Sie gehen als Seidenstraße in die Geschichte ein. Auch wenn sie ihren heute gebräuchlichen Namen erst im 19. Jahrhundert durch den deutschen Gelehrten Ferdinand von Richthofen erhalten.
Mit Seidelieferungen hat China die benachbarten Nomadenvölker von ihren Einfällen ins Reich abhalten wollen. Unter Wudi wird der kostbare Stoff jetzt zum wichtigsten Handelsgut. Die Karawanenwege ziehen sich in Zentralasien in drei Routen an Gebirgsrändern und Flussoasen entlang, vereinen sich im heutigen Samarkand und treffen bei Dura Europos im heutigen Syrien auf den Euphrat. Der östliche Endpunkt der Seidenstraße liegt bei Lujiang in der Provinz Henan am Gelben Fluss. Ihre erste Teilung erfolgt bei Anxi am westlichen Ende der Großen Mauer. Also Lujiang geschrieben Luoyang in der Provinz Henan und dieses Anxi wird geschrieben Anxi. Die nördliche Route verläuft entlang der Ausläufer der Küste Gobi über Turfan, Kulcha geschrieben mit Kuldja und südlich des Balchassees über Kenkul nach Samarkand. Eine zentrale Route wählt von Anxi den direkten westlichen Weg durch die Takla-Makan-Ebene über Aksu nach Kaschgar, wo sie sich wieder mit der südlichen Karawanenstrecke von Anxi über Khotan vereinigt. Auf den ungepflasterten und staubigen Wegen entwickelt sich ein reger Ost-West-Austausch von Handelswaren, Gedankengut und Religionen. China liefert dem Westen Seide, Gold, Gewürze, der Westen wiederum versorgt das Reich mit Glas. Nochmal kurze Brötchen. Der Westen wiederum versorgt das Reich mit Glas, Edelmetallen, Pflanzen wie Klee, Pfirsichen, Mandeln und Tieren, wie zum Beispiel arabischen Pferden. Über die Seidenstraße erreichen das Judentum sowie der Islam die fernöstliche Welt und erfährt der Westen vom Buddhismus. Entlang der Seidenstraße entstehen neue religiöse Zentren, in den neuen Kultstätten vermischen sich Schriften und Malereistile. Östliche und westliche Herrscher geben Reiseberichte in das Land der Seide in Auftrag. Die Seidenstraße wird nie wirklich durchgängig, sondern nur in Etappen genutzt. Entlang ihres Verlaufs entwickeln sich die Oasen in Zentralasien zu den größten und bedeutendsten Handelsumschlagplätzen der Zeit. Hier gehen die Güter von einer Karawane auf die jeweils nächste über. Von diesen Oasen aus, die im Laufe der Zeit zu Städten, teilweise sogar zu Stadtstaaten werden, erstrecken sich netzartig weitere Wege zu den Grenzen der bekannten Welt, von Bakara an der Südspitze Indiens bis zu den japanischen Inseln im Osten. Ja, wissen wir ja, ist ja momentan auch wieder so ein Projekt der Chinesen, diese Seidenstraße in Anführungszeichen wieder neu zu beleben. Und da haben wir hier noch zwei Bilder dazu. Scharen von Karawanen ziehen über die Seidenstraße, um Handelsgüter von Ost nach West beziehungsweise West nach Ost zu transportieren. In Klammern Zeichnung 9. Jahrhundert nach Christus, Klammer zu. Ja, aber damals haben sie uns keine Viren mitgeliefert. Ne? Ja, wo der nur hergekommen ist. Mal schauen, ob wir es noch irgendwann glaubhaft erfahren. Ob es denn wirklich Fledermäuse gewesen sind oder doch ein anderer Quell, der Herd dieses Virus war. Und weiter geht's mit einem zweiten Bild. Buchara in Usbekistan war einst ein bedeutender Knotenpunkt und Umschlagplatz der Seidenstraße. Die Altstadt mit ihren Moscheen und Madrasas zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Haben wir das? Ja. Mittlerweile sieht es in einigen deutschen Städten ähnlich aus.
Diese Moscheen und so weiter sind ja prachtvolle Bauten, kein Problem. Aber immer schön dorthin bauen, wo sie hingehören, nicht so bei uns. Weiter geht's. Weiter um 100 vor Christus. Die Kunst des Glasblasens. In der syrischen Stadt Sidon entdecken Handwerker die Technik des Glasblasens. Die Kunst der Glasherstellung ist bereits seit etwa 4000 vor Christus bekannt. Sie wurde in Ägypten entdeckt und über Handelswege verbreitet. Bislang war es jedoch nur möglich, Glasfäden herzustellen und diese durch Aufspinnen zu Hohlglas weiterzuverarbeiten. Auch war Glas bisher nicht durchsichtig, kann aber nun durch die Zugabe von Braunstein entfärbt werden. Die Syrer entdecken, dass sich Glas mit Hilfe von hohlen Eisenröhren aufnehmen und durch Luftzufuhr zu einem Hohlkörper aufblasen lässt. Voraussetzung für diese Erfindung sind neue Techniken in der Feuerung, die höhere Temperaturen in den Schmelzöfen zulassen. Heute ist die Insel Murano bei Venedig bekannt für ihre lange Tradition in der Kunst der Glasbläserei. Ja, und auch zum Beispiel Lauscha mit ihrem Weihnachtsschmuck in Thüringen. Ne? Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Zerbrechliches Kunstwerk, Glasvase aus Syrien. In Klammer Nationalmuseum in Damaskus 64 bis 31 vor Christus, Klammer zu. Und da auch wieder der Hinweis an rot-links-grüne Geschichtsverfälscher und Dummköpfe, die von der Geschichte keine Ahnung haben. Auch das ist keine Errungenschaft des Islam, des Koran, der Moslems, sondern das damalige Syrien wurde von ganz anderen Leuten bevölkert und hatte mit dem Islam nichts zu tun. Den gab es da nämlich noch gar nicht. Weiter geht's. Um 100 vor Christus. Griechen herrschen in Vorderindien. Der indogriechische König Demetrios III. Dehnt seine Herrschaft auf Gandhara und das Pandschab in Indien aus. Die historische Figur des Demetrios ist nur schwer fassbar. Die von ihm geprägten Münzen sind selten und von schlechter Qualität. Auf ihnen ist das Bild des Königs zu sehen. Da sich Demetrios III. Bei diesem Porträt jedoch an seinen Vorgänger Demetrios I. von Baktrien anlehnt, ist der Münzpräger nicht eindeutig identifizierbar. Nur ein kurzes Bäuerchen. Auffällig ist die Elefantenkrone, die Demetrios auf seinen Porträts zeigt. Sie gilt der Forschung als Zeichen dafür, dass sich die indogriechischen Könige auf Alexander den Großen berufen, der mehr als 200 Jahre zuvor das Indus-Tal erobert hatte. Auch Alexander ließ sein Konterfei mit einem Elefantenschädel auf dem Haupt auf Münzen prägen. Ein weiterer Hinweis auf die griechischen Wurzeln des Demetrios ist die Erwähnung des Gottes Zeus. Und ich nehme mal kurz einen Schluck Milch. Ja, nur sind wir in der Zeit ein bisschen hinterher. Aber wie gesagt, wenn ich mich recht noch erinnere, ins Blättern kommt dann ein bisschen weniger Text und mehr Bild auf den folgenden Seiten. Das wechselt sich ziemlich ab. Weiterhin um 100 vor Christus: Widerstand gegen Heilkunst. In Rom formiert sich eine starke Opposition gegen die Ausbreitung der griechischen Medizinschulen. Die Gegner der theoretisch fundierten Medizin Griechenlands sind zumeist Anhänger der traditionellen altitalienischen Laien- und Volksmedizin, die insbesondere religiös-magische Praktiken und alte Hausmittel einsetzt. Oftmals sind die Kritiker sehr gebildet und Kenner der griechischen Literatur, einschließlich der medizinischen Texte. Dennoch halten diese Römer eine spezielle Arztausbildung nach griechischem Vorbild für überflüssig, weil sie von der Annahme ausgehen, dass ein intelligenter und gebildeter römischer Aristokrat einem griechischen Theoretiker überlegen ist.
Daher erscheinen ihnen die griechischen Theorien in der Heilkunde eher schädlich als nützlich. Diese Meinung wird auch von dem bekannten Politiker Marcus Porcius Cato sowie von dem römischen Schriftsteller und Gelehrten Marcus Terentius Varro vertreten. Also ungefähr so wie heute. Diese ganzen Geschichten mit besonderen anderen Heilmethoden etc., wo jetzt sich diese pharmazeutische Industrie als überlegen fühlt. Und meine, in manchen Sachen ist es ja wirklich bloß Hokuspokus und böser Zauber, der nichts bringt. Aber es gibt schon Alternativen unter Umständen zu der zu der chemischen pharmazeutischen Industrie. Und die tut natürlich versuchen, ihre Pfründe zu bewahren und halt alte Heilrezepte als Hokuspokus hinzustellen. Und so wird es dann vermischt zwischen denen, die wirklich dummen Quatsch erzählen und denen, die wirklich fundiert aus altem Wissen versuchen, ohne Chemie und ohne Monopole von Chemiefirmen die Leute zu heilen. Ah, gab es also zu allen Zeiten, dass Leute, die Macht hatten, versuchten, andere als Verschwörer oder Sonstiges hinzustellen. Weiter geht's. Behandlung des Aeneas. Der sagenhafte Begründer Roms soll auch die griechische Medizin nach Latium gebracht haben. In Klammern Wandgemälde aus Pompeji, 1. Jahrhundert nach Christus, Klammer zu. Ja, heute wäre der Aeneas wahrscheinlich in Deutschland ein Verschwörungstheoretiker oder irgend sowas, ne? Irgendein Begriff würden sie schon sich einfallen lassen oder finden, um jene zu schützen, die sie bezahlen, deren Pfründe zu erhalten. Ja. Und heute wissen wir, dass so manches, was diese alten Griechen entdeckt haben, durchaus sinnvoll war. Nicht alles, aber vieles. Und weiter geht's mit der Seite 5. Und da haben wir schon so eine Seite, wo wir Zeit reinholen. Sehr viel Zeit. Um 100 vor Christus nach wie vor. Chinesisches Medizinbuch. Das erste große Lehrwerk der chinesischen Medizin entsteht. Der in Anführungszeichen Huangdi Neijing. Anführungszeichen Ende. Wird geschrieben Huangdi und dann Neijing. In Klammern des gelben Kaisers Klassiker des Inneren. Klammer zu, Punkt. Das Buch behandelt sowohl die anatomischen, physiologischen und pathologischen Vorstellungen der Zeit als auch deren Diagnose- und Therapiemethoden. Das Werk beschreibt die Grundlagen der in Anführungszeichen Entsprechungsmedizin, Anführungszeichen Ende, bei der die Funktionsbereiche des menschlichen Organismus in Analogie zu den Erscheinungen der Natur und des Soziallebens gesehen werden. Grundlegend für die klassische Medizin des, in Anführungszeichen, Neijing, geschrieben Neijing, Anführungszeichen Ende, sind drei Konzepte der Naturphilosophie. Die These der gegensätzlichen Prinzipien Yin und Yang, der Glaube an das Qi, in Anführungszeichen Qi, Anführungszeichen Ende, geschrieben CH, Apostroph, also ein Strichelchen nach oben, und I, den alles durchdringenden Lebenshauch und die Fünf-Elemente-Lehre grundsätzlich, Fünf-Elemente-Lehre, Punkt. Grundsätzlich ist Yin Sinnbild der körperlichen Materie, Yang Sinnbild der funktionellen Aktivitäten des menschlichen Daseins. Das harmonische Verhältnis der beiden bedeutet Gesundheit. Der Überfluss oder Mangel einer Seite führt zu Krankheit. Die These vom, in Anführungszeichen, Qi, Anführungszeichen Ende, dem, in Anführungszeichen, Lebenshauch, Anführungszeichen Ende, geht davon aus, dass die gesamte Natur von einer alles erfassenden Kraft erfüllt ist, die auch im menschlichen Körper zirkuliert. Die Fünf-Elemente-Lehre teilt alle Naturvorgänge in ein Analogiesystem aus Holz, Feuer,
Erde, Metall und Wasser ein. Analog dazu wird auch der menschliche Körper in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die Aufgabe der Heilkunst ist es, den Überfluss in einem Organ abzuleiten und Blockaden aufzuheben. Und da haben wir ein Bild dazu. Ein chinesischer Landarzt wendet die Moxibustion an. Dabei wird ein Kegel mit pulverisiertem Beifußkraut auf dem Arm des Patienten verbrannt. In Klammern Gemälde von Li Tang, National Palace Museum in Taipei, also Taiwan, Hauptstadt von Taiwan, Klammer zu. Da, wo man sich heute darüber streitet, ob das zu China gehört oder nicht. Historisch, geschichtlich gehört es selbstverständlich zu China. Was aber nicht rechtfertigt, dass zum Beispiel Erkenntnisse über diesen Virus da, ne, von den Chinesen über die WHO unterdrückt worden sind. Aber das sind dann halt die politischen Spielchen. Weiter geht's. Weiterhin um 100 vor Christus. Indische Kunst im Kloster Baja, geschrieben Bhaja. In Indien entsteht die buddhistische Klosteranlage von Baja, die heute zu den herausragenden Denkmälern der indischen Baukunst zählt. Das Kloster von Baja liegt im Westen des heutigen Bundesstaates Maharashtra. Die Anlage besteht aus 18 Höhlen, die architektonisch ausgestaltet sind. Von besonderer Bedeutung ist die dreischiffige Kaitya-Halle mit geripptem Tonnengewölbe. Diese Art der Halle taucht seit dem 2. Jahrhundert vor Christus in der indischen Sakralarchitektur auf und ist auch in den Klöstern Pitalkora, Ajanta, also Ajanta, Ajanta und Karla zu sehen. Ursprünglich war der Kaitya ein Heiligtum ohne Reliquien, in einigen Fällen Teil eines Grabhügels. Dieses Kaitya wird geschrieben Caitya. In der neuen Form enthält der Kaitya einen Stupa, einen Hügel- oder kuppelartigen Bau, der als Grabmal an Buddha erinnern soll. Hat man einen ganzen Abschnitt darüber. Die Fassaden von Baja tragen mehrstöckige Galerien, auf denen Scheinarchitektur aufgemalt ist. Sie macht das Raumbild an Stellen plastisch, wo der Fels sich nicht weiter bearbeiten lässt. Bis heute haben sich Reste figürlicher Darstellungen an den Höhlenwänden erhalten, darunter ein Vihara, eine Mönchszelle mit Felsrelief. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Die Stupas in der Kaitya-Halle im Kloster Baja sollen an das Grabmal Buddhas erinnern. Und da haben wir das. Und heute haben wir wieder eine andere Uhrzeit. Die Sonne scheint kräftiger herein und schon ist dieser Schein wieder stärker zu sehen. Will ich es mal so rumdrehen? Vielleicht kriegen wir es etwas besser raus. Ja, so ist es raus, aber da sieht man. Das ist natürlich ein bisschen schräg. Oh, jetzt nochmal zu drehen. Mal schauen. Ich denke mal, das Wesentliche kann man gut erkennen. Gut. Und jetzt haben wir ordentlich Zeit rausgeholt, weil auf diesen zwei Seiten war relativ wenig Text. Dann nehme ich noch einen Schluck Milch, bin gleich wieder trockener Mund irgendwie. Liegt wahrscheinlich am Wetterumschwung und einen Schluck Kaffee. Und weiter geht's mit um 100 vor Christus. Das Leben des Buddha im Relief. Im indischen Bahut bauen Buddhisten den Stupa des Ortes aus.
Der ehemalige Ziegelbau wird mit kunstvollen Reliefs geschmückt. Neben dem Stupa von Sanchi gehört die Anlage von Bahut im heutigen Bundesstaat Madhya Pradesh zu den bekanntesten frühen Stupa-Bauten. Die Kunstwerke aus Bahut, Reliefs auf Toren und Zäunen, zeigen Darstellungen aus dem Leben des Buddha und seiner Vorläufer. Da war ein Bild dazu. Eine Frau schaut von einem Balkon. Bis heute haben die Darstellungen von Bahut nichts von ihrer Plastizität verloren. Klammern, Relief, 2. Jahrhundert vor Christus, Klammer zu. Und warum? Weil die sich gegen die komplette Übernahme des Islam gewehrt haben, erfolgreich, und dadurch ihre Kultur erhalten konnten und auch keine christlich-jüdische, monotheistische Religion hat sich dort breit gemacht und hat die alten Dinge, ihre Wurzeln vernichtet, und deswegen ist da viel noch erhalten aus den ganz alten Zeiten der indischen Kultur. Weiter geht's, nehmen wir erst die Randbemerkung weg. Um 100 vor Christus. Der Seleukidenherrscher Antiochos III. Entwickelt sich zum Erben Alexanders des Großen. Nach der Eroberung Südsyriens wendet er sich gegen den Westen und besetzt Gallipoli, um die Meerenge von Asien aus zu beherrschen. Durch das Erscheinen der Seleukiden auf europäischem Boden sieht sich jedoch Rom genötigt, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Ja, wir hätten sie heute mit Blumen empfangen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ne? Kennen wir von Herrn Ramelow. Damals hat man solchen Invasionen Einhalt geboten. Um 100 vor Christus. Großes Gedicht der Hindus. In Indien entsteht das Gedicht Bhagavad Gita. Bis heute gilt dieser Gesang als das meistgelesene Erbauungsgedicht der hinduistischen Religion auf dem indischen Subkontinent. Das Gedicht erzählt die Geschichte von Arjuna oder Arjuna, einem Prinzen der Pandava, der gegen die feindlichen Kauravas zu Felde zieht. Als der Prinz in der Schlacht seine nahen Verwandten unter den Soldaten des Feindes entdeckt, will er den Kampf aufgeben. Aber der Gott Vishnu, der in einer menschlichen Gestalt als Krishna den Wagen des Prinzen lenkt, erklärt Arjuna die Notwendigkeit des Kampfes. Die Erscheinung Vishnus vor seinem Sterblichen und die ethischen Argumente für einen Krieg sind die Kernaussagen des Gedichtes. Viele Hindus sehen die Schlacht nicht als historisch, sondern als Allegorie für ein Zwiegespräch zwischen innerer Göttlichkeit, verkörpert durch Vishnu, und der menschlichen Seele, verkörpert durch Arjuna. Das Schlachtfeld gilt als Metapher für das Leben. Die Feinde sind entsprechend keine echten Krieger, sondern menschliche Schwächen, gegen die es zu kämpfen gilt. Das Bild des Wagens mit Vishnu als Lenker ist in vielen Haushalten Indiens zu finden. Die Bhagavad Gita ist eingebettet in einen umfangreichen episch-dramatischen Kontext, in das Epos Mahabharata, in Klammern zu Deutsch Großes Indien, Klammer zu, das heute als längste Dichtung der Welt gilt. In 106.000 epischen Doppelversen schildert das Mahabharata den Sieg der Tugend über das Laster. Die Kernhandlung bildet die Schlacht der Pandavas gegen die Kauravas, in der Vishnu dem Prinzen Arjuna erscheint. Diese Schlacht dauert 18 Tage. Um sie herum sind Erzählungen gesetzt, welche die Heldenstammbäume erklären, die Vor- und Nachgeschichte der Schlacht beleuchten, sowie religiöse und juristische Fragen der Zeit behandeln. Die Wirkung des Mahabharata ist vielschichtig.
Mal kurz beim Luft rauslassen. Entschuldigung. Die Wirkung des Mahabharata ist vielschichtig. Es gilt als Vorläufer der indischen epischen Literatur und wird zugleich als Bewahrer von traditionellen ethischen Werten angesehen. Viele Teile des Werkes, das erst um 400 nach Christus abgeschlossen wird, dienen Hindus bis heute als moralische und religiöse Orientierung. Neben der besonders beliebten Bhagavad Gita zählt das Loblied auf die Gattentreue von Nala und Damayanti sowie die Geschichte der Savitri, die dem Todesgott das Leben ihres Mannes abtrotzt, zu den populärsten Erzählungen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Der vierhändige Vishnu ist einer der drei Götter des hinduistischen Dreigestirns, das darüber hinaus noch aus Brahma und Shiva besteht. In Klammern französische Illustration, 19. Jahrhundert, Klammer zu. Sehen wir also diesen Vishnu mit seinen vier Armen. Ja, die können wir manchmal auch gebrauchen, um all das schneller kommentieren zu können, was an Irrigkeiten derzeit in der Welt und in Europa und in Deutschland passiert. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon auf Seite 8. Muss ich mal kurz blättern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hatte ich ja angekündigt, weil zum Schluss große Bilder kommen. Holen wir wieder viel Zeit rein. Geht es also weiter? Weiterhin um 100 vor Christus. Eine Randbemerkung. Roms Schützling Pergamon steigt zu ungeahnter Macht auf. Durch den Bau des mächtigen Zeus-Altars verleiht es seiner Stellung in Vorderasien ein äußeres Sinnbild, das an das glanzvolle Athen erinnert. Zudem hebt die große Bibliothek Pergamons die geistige Monopolstellung Alexandrias auf. Na, da kann man wieder sehen, Symbole, solche Sachen, was heute in unserer Gesellschaft total verloren gegangen ist, das Gefühl für gewisse Symboliken. Ja, wie gesagt, ich hatte es schon mal erwähnt, deswegen stört das komischerweise auch keinen mehr, dass der Chanukka-Leuchter doppelt so groß bald ist als unser Brandenburger Tor vor Weihnachten, obwohl das mit uns hier überhaupt nichts zu tun hat. Den können Sie in Jerusalem, in Israel aufstellen, aber nicht bei uns vor dem Brandenburger Tor. Aber das ist eine Symbolik eindeutig, um uns zu zeigen, schaut her, wer hier in Deutschland jetzt die Macht hat, wer hier wirklich regiert, das sind wir und nicht mehr ihr Deutschen. Nichts anderes soll diese Protzerei jedes Mal in der Weihnachtszeit aussagen. Wenn wir gelesen haben, ist es eigentlich die Sache, die nach Jerusalem gehört und nicht nach Berlin. Weiter geht's. Um 100 vor Christus, Parther bauen Assur wieder auf. Die Parther machen die alte Königsstadt Assur am linken Tigrisufer zu einem Statthaltersitz. Groß angelegte Baumaßnahmen verändern das Bild der Stadt, die bereits seit dem 3. Jahrtausend vor Christus existiert und damit zu den ältesten Städten der Welt zählt. Unter parthischer Herrschaft entsteht im Norden Assurs eine Agora mit parthischen Bauwerken. Im Süden errichten die Parther einen neuen Palast, dessen Überreste heute zu den Höhepunkten parthischer Kunst gerechnet werden. An der Stelle, an welcher zuvor der altassyrische Tempel des Gottes Assur stand, wird ein Bauwerk für den Gott Assur errichtet. Der Aufschwung in Assur ist nur von kurzer Dauer. Unter dem Sassanidenkönig Schapur I. wird die Stadt im 3. Jahrhundert nach Christus erneut zerstört. Seit 2003 zählt die Ruinenstätte zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und da haben wir kein Bild dazu und da können wir gleich weitermachen und sind immer noch bei um 100 vor Christus. Offenbarungen über das Weltende. Haben wir jetzt auch wieder, ne? Kreta und so weiter. Mit den Büchern Daniel und Henoch entstehen die frühesten apokalyptischen Schriften des jüdischen Glaubens. Ja, woher soll es auch wieder kommen, gell? Diese Weltuntergangsszenarien, an denen meistens diese Leute dann selber ordentlich Geld verdienen.
Der Begriff Apokalypse bezeichnet vermutlich eine göttliche Offenbarung, die ein Mittler durch eine Vision oder einen Traum empfängt und die auf die Zukunft gerichtet ist. Von den vielen Apokalypsen findet nur das Buch Daniel Eingang in die hebräische Bibel. Teile der Henoch-Apokalypse zählen nur in der koptischen Kirche zu den heiligen Schriften. Ja. An solchen Prophezeiungen kann man auch viel Geld verdienen, wie jetzt mit unserer Green Deal, grünen Wirtschaftswende. Ne? Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Im Buch Daniel wird das Fest des babylonischen Kronprinzen Belsasar beschrieben, bei dem eine geisterhafte Schrift an der Wand, in Klammern, in Anführungszeichen, Menetekel, Anführungszeichen, Ende, Klammer zu, den Untergang Babyloniens prophezeit. In Klammern, Anführungszeichen, das Fest des Belsasar, Anführungszeichen, Ende, Wassili Iwanowitsch Surikow, 1874, Klammer zu. Ja, immer tun diese Leute anderen den Untergang prophezeien, ne? Und damit die Prophezeiung auch eintritt, arbeiten sie immer kräftig daran, unsere Freunde mit einer gewissen Kopfbedeckung. Und wie durch ein Wunder sind sie meistens die großen Nutznießer nach einer solchen sogenannten Apokalypse, die aber so im Prinzip nicht stattfindet, sondern im Prinzip nur den Untergang für große Kulturen bedeutet. Weiter geht's um 100 vor Christus und das letzte für heute. Im Norden Jütlands verlassen die Menschen der Eisenzeit die alte Siedlung Borre Mose, die seit dem 4. Jahrhundert vor Christus ihre Heimat war. Die Anlage bestand aus 32 Häusern. Hatte ich jetzt, ich muss nochmal. Um 100 vor Christus, Borre Mose versinkt im Moor, hatte ich glaube ich vergessen. Im Norden Jütlands verlassen die Menschen der Eisenzeit die alte Siedlung Borre Mose, die seit dem 4. Jahrhundert vor Christus ihre Heimat war. Die Anlage bestand aus 32 Häusern, einige mit Steinpflasterung in den Eingangsbereichen. Um das Dorf zogen die Bewohner einen Graben, das Erdreich wurde zu einem Wall aufgeschüttet. Ob sich auf der Wallkrone zudem eine Holzpalisade als Befestigung befand, ist bislang noch nicht geklärt. Borre Mose liegt in einem Moorgebiet. Der Boden war jedoch zur Zeit des Siedlungsbaus noch verhältnismäßig trocken, sodass die Holzhäuser gefahrlos auf dem nur leicht feuchten Grund errichtet werden konnten. Die Baumeister der Eisenzeit wussten um die Fähigkeiten der Baumstämme, Wasser aus dem Boden mit der Wurzelseite aufzunehmen und gruben die Hölzer so in den Boden, dass die Kronenseite nach unten zeigt. Auf diese Weise wurden die Häuser haltbarer und mussten erst nach 50 statt nach 30 Jahren erneuert werden. Die Menschen von Borre Mose nutzten den Feuchtboden auch zu Verteidigungszwecken. Wer die Siedlung erreichen wollte, musste über einen 3 Meter breiten, steingepflasterten Weg kommen, der bis ins Dorf hineinführte. Als das Moor im Laufe der Jahrzehnte wächst, müssen die Borromoser die Siedlung schließlich aufgeben. Ja, heute würde man sagen, Klimawandel, Klimakatastrophe, Untergang der Erde. Nee, das sind ganz normale Veränderungen auf der Erde schon immer gewesen. Früher war man dann so klug und hat gesagt, okay. Wenn es nicht mehr geht, bauen wir unser Dorf ein paar Kilometer weiter woanders auf, weil wir wussten ja, wir haben es auf einem Moor aufgebaut, ne? Wie zum Beispiel die Venezier eigentlich wissen müssten, dass sie auf einer Lagune leben. Heute schüttet man mehr als Sand gegen die Erosion des Meeres in Sylt auf, was Millionen kostet, aber im Endeffekt nichts bringen wird, weil irgendwann sind diese Inseln verschwunden. Das ist der Lauf der Zeit. So schlimm es für die Leute ist, die dort wohnen, wie schön wir uns daran gewöhnt haben, an Sylt und Jüst und wie die ganzen Inseln heißen. Aber irgendwann werden sie verschwunden sein, auch wenn wir jetzt unsere ganze Wirtschaft kaputt machen, wegen einer kleinen Greta, Fridays for Future, den Grünen und Frau Genossin Schulze von der SPD. Und als letztes heute noch ein Bild dazu.
Die Siedlung Boromose war 2000 Jahre lang im Moor versteckt, bevor Archäologen das eisenzeitliche Dorf entdeckten. Ja, und das ist gerade mal 2100 Jahre her. Und auch da gab es einschneidende Veränderungen durch Klimaveränderungen auf der Welt. Und trotzdem ist die Welt und die Menschheit nicht untergegangen. Nur jene, mal angenommen, die hätten dort sich nicht weggemacht, nur jene, die das nicht akzeptieren wollen und dann halt auch gesagt hätten, wir bauen jetzt anders oder wir essen was anderes und dann wird das sich schon wieder, wird das schon so bleiben, wie es ist. Die wären dann im Moor versunken. Und das ist meine Hoffnung für die folgenden Generationen, dass die Dummen, die heute die Welt regieren, aber an sich von daher zwar schleue sind, aber nicht klug, weil sie gar nicht merken, dass sie sich selber mit der Grube graben, dass diese Leute, die durch solche Lügen, man könnte ja Klimawandel aufhalten oder irgendwas, eine Menge Geld in ihre Tasche fließen lassen wollen, dass die die Ersten sind, die ihre Ideologie frisst, weil die Dummheit wird weiterhin versuchen, wie Don Quixote gegen Windmühlen, gegen diesen Klimawandel zu kämpfen, anstatt den zu akzeptieren und die Veränderung auf der Erde zu akzeptieren und sich neue Möglichkeiten zu schaffen, um woanders genauso weiterleben zu können wie vorher. Und damit meine ich nicht, dass alle aus Afrika nach Europa müssen, sondern manchmal sind es bloß ein paar Kilometer weiter, wo die Verhältnisse dann wieder ganz andere sind als dort, wo es brennig wird. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere Interessante für euch dabei. Ihr habt die eine oder andere Wissenslücke schließen können, das eine oder andere Wissen wieder, ja, neu aufgefrischt, was ihr schon hattet. Und ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns dann zumindest morgen auch bei YouTube und über den Link zu YouTube bei VK.com wiedersehen. Bei Facebook, wie gesagt, müssen wir jetzt schauen, ob es 30 oder 90 Tage sind, wo die Leserinnen und Leser von dort und Zuschauerinnen und Zuschauer von dort keine Geschichtsvideos mehr bekommen. Und ja, aber ihnen steht ja frei, sind eigentlich freie Menschen zu sagen, scheiß drauf auf Facebook. Ich muss ja nicht nur in Facebook schauen, ich mache jetzt auf VK.com Account. Ne? Gut, das soll es gewesen sein und damit will ich es nicht länger unnötig in die Länge ziehen. Und deswegen sage ich wie immer nur kurz noch, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.